bekannte Politiker und Prominente, die offenbar mittels dieser Scheinadressen ihre dubiosen Geschäfte betreiben. Diesmal stehen Prominente wie er wegen etwas ganz anderem im Mittelpunkt. Genau. Fußballstar Lionel Messi, Islands Premier Gunnar Larsson, Russlands Präsident Putin oder der ukrainische Präsident Poroschenko. Sie oder ihr Umfeld und noch viel mehr Reiche sollen an Briefkastenfirmen in Panama beteiligt sein. Noch sind die Hintergründe nicht aufgeklärt, warnt man bei der Union. Die SPD dagegen wittert Steuerhinterziehung und urteilt hart. Das muss man ganz klar beim Namen nennen. Das ist Scherzkriminalität, Steuerhinterziehung ist asozial und Betrug an der Gesellschaft. Doch es geht nicht nur um eine mögliche Steuerhinterziehung. Zu den Kunden der Kanzlei Mossack von Seca gehören angeblich auch international agierende Waffenhändler. Die Vermutung liegt nahe, dass so militärische Konflikte finanziert werden, dass selbst Terroristen zu den Nutznießern des Systems Briefkastenfirma zählen. Das funktioniert so. Auftraggeber beauftragen ihre Bank oder eine Anwaltskanzlei wie Mossack Fonseca mit der Gründung einer Briefkastenfirma in einer Steueroase wie Panama. Dort werden kaum Steuern fällig. Die Briefkastenfirma versteckt das Geld in undurchsichtigen Firmengeflechten und macht auch satte Gewinne. Zugriff haben die Auftraggeber über anonyme Kreditkarten der Briefkastenfirma. Ihr eigener Name wird damit nie bekannt. Dass das so einfach funktioniert, liegt am Steuerrecht von Steueroasen wie Panama. In Panama, wir haben nicht die rechtsstaatlichen Auskunftsersuchen oder auch über die Kanalinseln, das funktioniert eben nicht. Und deshalb haben wir doch Probleme, um das aufzuklären von Europa aus. In Russland geht man mit den Enthüllungen ganz anders um. Dass Putins Vertrauter, der Cellist Roldugin, mehr als 2 Milliarden Dollar durch Briefkastenfirmen geleitet haben soll, wird von Moskau als eine Informationsattacke des Westens abgetan.